Unglaublich, unglaublich. Manche erzählen ja zu Hause, so eine Woche Ballermann ist mega hart. Das glaube ich, aber ist der falsche Sport. Nicht nur dicke Mädels rumheben an der Bar. Kommt mal hierher und legt euch mit den dicken Tunas vom Maler an. Wow! Das ist wie eine Wand, das ist wie eine Wand. Da kannst du dich komplett reinlegen. Da gehen gestandene Männer komplett in die Knie. Boah! Alter! Boah! Das ist unglaublich. Ich habe immer gedacht, alles Pinse. Das ist unglaublich. Wir sind echt alles Landratten. Micha hat noch vorhin von Power gesprochen. Haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen, aber nicht genug für diesen Fisch. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Hafen von Calador. Wir haben heute Großes vor und ihr seid dabei. Abfahrt, Leinen los! Wir verlassen jetzt Calador. Wir werden jetzt anderthalb Stunden erstmal mit Speed fahren, um in fangreiches Wasser zu kommen. Und dann erreichen wir eine mega interessante Enge, eine starke Abbruchkante im Meer, wo die Thune zum Fressen hinkommen. Und da hoffen wir, dass wir ein richtiges Ding abholen. Auf geht's! Was beim Wallerangeln funktioniert, sollte doch hoffentlich beim Tunaangeln auch halten. Der erste Köder geht raus, wir sind am Spot angekommen, war eine lange Anfahrt, drückt uns die Daumen, dass es sich lohnt. Erstmal schleppen und dann füttern. Auf geht's! Drei Köder sind draußen. Wir fahren jetzt mit circa 10, 11, 12 km/h in den Bereich rein, wo die Thune vermutet werden, also in diese Kante. Wir lassen die Köder jetzt 150, 180 und 220 Meter raus, um das gut staffeln zu können. Bremsen am richtig Bums drauf. Ich schätze mal so 8 Kilo Gewicht. Ja. Wir jetzt die Kante abfahren und hoffen, dass die Tuna Bock haben. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert.
Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Bei der leichten Fischerei, bei der Albacore-Fischerei, sind wir ja im weißen Wasser geblieben, also relativ bootsnah. Unsere Köder präsentiert, um einen Fischschwarm zu imitieren. Aber die Tunas sind definitiv vorsichtiger. Die werden vielleicht auch mit dem Boot, mit dem verwirbelten Wasser Gefahr verbinden. Deswegen ist hier Entfernung angesagt. Mal schauen, ob der Plan aufgeht. Ist auf jeden Fall ein Träumchen hier draußen. Ja. Mal gucken, wir werden jetzt 2-3 Stunden die großen Hardbaits und auch Federbaits schleppen. Und dann setzen wir uns vor Anker und beginnen das Füttern, das Chummen. Ja, hier draußen sind ein paar Vögel. Auf Vögel sollte man immer achten bei der Fischerei, denn dort, wo Vögel auf dem Meer sind, dort ist auch Futter. Ja? Und dort, wo Futter ist, ist der Jäger nicht weit. Wir lassen jetzt zum Zeitvertreib noch ein paar Skipcheck-Routen raus, kurz hinterm Boot. Eben beim Erzählen, voll Einschlag, du da! Wichtig ist, dass ihr den Fisch jetzt auf Spannung haltet. Ja. Daniele zieht sich den Kampfgurt an. Fisch geht immer weiter in die Tiefe runter. Alter, war das ein Einschlag. War das ein Einschlag? Da geht die Trommel los. Ist Spannung noch drauf alles? Ja, ja, Spannung ist von der Trommel. Okay, dann schneiden wir dich an. Voll Spannung. Da haben wir den Daniel, damit er nicht über Bord geht, am Boot festgeknotet. Hinten schön am Popo. Ein Strickchen dran. Das irgendwann reißt das Ding ab, glaube ich, oder? Jetzt geht's gleich runter. Unglaublich, unglaublich. Da gehen gestandene Männer komplett in die Knie. Das geht schon. Aber es geht das mal, jetzt muss man es ja nass machen. Was? Jetzt muss man es ja nass machen. Jetzt habe ich auch so nass machen. Du brauchst aber eine Kurbel, ne? Das ist einfach. Ja, das geht. Jetzt kriegt der Daniela erstmal Wasser. Jetzt mal. Ich hab dich schon. Alles gut. Alter. Geil. Dürft gar. Go, 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 go! Schön Spannung rein. Ja, ja, ich bin schon da. Wir drillen hier nicht von dem Stuhl, wir drillen Freestand
Und da kommt natürlich die ganze Power, die ganze Kraft des Fisches. Also hier an Bord wird schon auf jeden Fall weit über 100 Kilo spekuliert. Wissen wir nicht, der Thunfisch hier hat tiefes Wasser, der hat natürlich da richtig Power. Aber langsam wird es auch für Daniele schwer, weil die ganze Gewalt des Fisches, die ganze Kraft über die doch starke Rute wirkt komplett auf den Angler. Okay, jetzt nur rückwärts. Das ist bis jetzt. Nee, nur nicht toll. Nur ein Koppel, ja. Wie lange dauert das denn? Nochmal eine Stunde? Zwei? Zwei, drei. Gut, danke. Na, wie lange machen wir jetzt schon? 5 Minuten, oder? Ha? 20, 30 Minuten okay. Haben wir jetzt bald. Gut. Also jede Stunde noch ist er durch. Ja, wenn wir den in 1,5 Stunden rauskriegen, dann können wir uns glücklich schätzen. Weil ja immer so viel diskutiert wird, was eine Wallerroute, was eine Wallerschnur aushalten muss. Wir haben jetzt hier 14 Kilo Bremslast auf dem Thun und Daniele geht richtig in die Knie. Also die meisten denken ja, wir drillen da mit 50 Kilo irgendeinen Wels, kompletter Quatsch. Also wenn ihr beim Karpfen oder beim Ballerangeln mal 8, 9 Kilo kurzzeitig auf einer Rute habt, ist das viel. Und wir drillen hier teilweise stundenlang mit 14 Kilo Druck auf den Fisch und auf den Angler. Go, 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 go! Kämpfen! Ja, geht noch. Mach dich mal bereit. Stefan. Stefan. Ausklinken. Wir müssen uns da als Team abwechseln, sonst ist es kaum machbar, so einen Fisch rauszuholen. Wir wollen den Angler zu Tode quälen. Jetzt werde ich mich ein bisschen quälen. Das ist wie eine Wand, da kannst du dich komplett reinlegen und du musst hier auch gesichert werden von hinten. Wir drillen jetzt gute 40 Minuten. Daniele hat jetzt abgegeben. Alleine schafft das kein Mensch. Und jetzt gehen schon die Spekulationen hoch auf 200 Kilo. Und ihr glaubt nicht, was hier für eine Power auf meinen Knien lastet. Ich hänge komplett in der Rute, ohne den Gimbal hier, würde ich über Bord gehen. Also der alte Mann und das Meer, der da von seiner Holzjolle irgendwelche Riesenfische gefangen hat, ich weiß nicht, ob es wirklich nur eine Story war, ja? Wow. Also das Wallerangeln, absoluter Kindergarten dagegen. Das ist ein Köderfisch. Das ist ein Köderfisch. Ein Köderfisch würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist komplett eine andere Liga. Komm, ein 6er Mono vorne am Vorfach, das kann echt was. Ja, da seht ihr mal, was so eine 1-2er Ballermono aushält. Kommt und
gleich geht der D-Zug wieder runter. So, 5 Meter Schnur habe ich drin. 200 sind noch draußen. Also Jungs, wenn euch wirklich mal langweilig hier am Strand von Malle werden sollte, geht aufs Boot, legt euch mit so einem Ungeheuer hier der Tiefe an. Das macht mir Spaß am Wälzen oder sowas. Das ist krank. Das ist krank. Ich hab keine Lust darauf. Ein Wels ist ja noch ein Drill. Eben, das macht ja noch Spaß. Oh, Alter! Oh. Alter, was ist das? Kranker Scheiß. Pam, pam, pam. Ja. Pam, 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 pam. Was ist das? Schöne Welle hier. Bisschen vor. Noch nicht? Boah! Alter! Boah! Boah! Ist wie eine Wand. Scheiß Wellen, ne? Komm, komm jetzt! Achtung, jetzt müsst ihr mal festhalten. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass noch so ein Yacht-Heini, sag ich jetzt mal, hier so nah an uns vorbeigezogen ist, dass wir eine schöne Querwelle abkriegen. Aber das lockert die Bandscheiben. Oh. Unglaublich, unglaublich. Manche erzählen ja zu Hause, so eine Woche Ballermann ist mega hart. Das glaube ich, aber ist der falsche Sport. Nicht nur dicke Mädels rumheben an der Bar. Kommt mal hierher und legt euch mit den dicken Tunas vom Maler an. Wow. Wir sind ein Team. Jetzt darf sich Thorsten mal hier ein bisschen quälen. Alleine ist unmöglich. Wo machen wir den wieder hin? So, wir gehen jetzt hier vor, fixieren kurz die Rute, damit die dann über Bord geht. Ich kling sie aus. Da sind 3 Männer dran. So, Thorsten anziehen, komm. Action. So, komm, mein Freund. Das ist was anderes als Hechtangeln am Boden. Okay. Gerade. Okay. Alter! So, Wahnsinn! In 10 Sekunden ist schon der Wahnsinn. Warten wir mal in 10 Minuten ab. Go, komm jetzt, komm! Das, was du auf der Rolle hast, hast du drauf. Sind wir jetzt mal gleich wieder weg? Schneller, schneller, komm! Weiter, 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 nicht stoppen, bloß nicht stoppen. Mono kommt rein, 100 Meter sind da noch draußen und da geht sie wieder raus, die mühsam gewonnene Schnur. Kriegt man den Kopf immer gedreht. Weiter, weiter, weiter. Oh, komm, komm, jetzt Vollgas nochmal. Richtig Vollgas. Sonst will er sich drehen. Jetzt müssen wir Gummi geben.
Stopp! Bisschen vor, Feuerbord. Also hier muss definitiv alles zusammenspielen. Kapitän, Angler, alle an Bord hier müssen mit Action machen, sonst hast du keine Chance. Keine Chance. Jetzt ist er direkt unterm Boot. Okay, und Gas weg. Hast du schon mal sowas an der Angel gehabt, Thorsten? Nee, noch nie. Ist der Wahnsinn. Mega. Ah, mir klebt alles in der Fresse zusammen. Hier, Coke. Oh. Zucker ist wichtig. Ja. Der letzte Rest geht gerade wieder runter. Wahnsinn. Wahnsinn. 100 Meter Mono sind wieder draußen. Komplett. Wir hatten ein gutes Stück drin, aber... Jetzt wieder ein bisschen rückwärts? Ja. Absolut unglaublich. Gut. Gut. Oh, leck mir am Arsch. Ja, ich habe jetzt noch gut lachen, aber ich bin auch gleich dran. Gucken wir mal. So, der vierte Wechsel jetzt, unglaublich, ne? Die meisten denken immer, ist ja Pillepalle hier, so ein Fisch, mal schnell rausleiern. Nee, nee, weit über eine Stunde Drill jetzt mit brutaler Power. Mischa, hoffen wir jetzt, drücken wir die Daumen, dass jetzt in die Endphase geht. Gestandene Männer, 100 Kilo Kampfgewicht, allein hast keine Chance. Aber wir sind als Team hier und wir werden als Team auch diesen Tuna hochholen. So Petri will. Okay, ready? Okay. Das ist eigentlich das Schlimmste. Unten ist drin, okay. Das ist schlimmer wie es drin. So, jetzt geht's los. Gucken wir mal. Wahnsinn, sind ja voll drin. Aber voll, dein ganzes Gewicht. Unglaublich, was hier für Druck drauf ist. Wahnsinn, echt heftig. Aber ich lehne mich hier voll rein. Wenn die Schnur jetzt reißen sollte, dann liege ich wahrscheinlich im Boot, aber so schon nicht wenigstens mehr drücken. Ja, ist rum. Also, mach so einen Druck, der stimmt noch weiter. Weiter rückwärts, komm! Ja. Ja, jetzt komme ich langsam im Puste. Ja. Wahnsinn, unglaublich. Und das wollt ihr ein paar Mal machen? Jo, machen wir. Gang raus! Und gerade werden. Oh, nee. Also hier sollte man vorher auf jeden Fall mal ein bisschen ins Fitnessstudio. Top. Also so ganz untrainiert ist das schon eine ganz schöne Tortur. Alter, da hört mal die Klavierseiten klingen. Der fünfte Wechsel, das ist ein richtiger Fisch, der da wirkt. Komplett K.O. Mischa.
Daniele darf wieder dran. Der hat aber jetzt ein paar Minuten Zeit gehabt, Luft zu holen. Bist du fit? Yes. Komm, go! Yes. Bam! Nach unten, und du drückst einmal die Füße. Das ist okay. Jetzt merkst du Kopf. Ja. Gut, gut, gut. Boah, drück dir, hey. Was ist denn jetzt los? Oh, da oben. Ich mach die Hut eh schon um. Wir probieren jetzt die Rolle und die Kraftreserven etwas zu unterstützen, indem wir noch zusätzlich mit den Händen über den Arm Schnur auf die Rolle bringen. Das ist wie eine Wand. Das ist wie eine Wand da draußen. Aber er steht jetzt schon ein bisschen flacher, der Fisch. Daumen drücken. Anderthalb Stunden Drillzeit sind rum. Was ist denn das? Boah! So sieht 200 Kilo plus aus. Schon richtig groß. Schön mitdrehen. Das ist keine Chance. Der sechste Wechsel, unglaublich. Was denn? Der Gurt ist gerissen. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen den Gurt wechseln. Einmal wieder in den Rutenhalter rein. Schnell, 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 schnell. Kurbeln, kurbeln, kurbeln. Ja, kurbeln, kurbeln. Habt ihr das gesehen? Gurt ist abgeballert. Unglaublich. Es gibt sogar das Material nach. Feuerborn vor! Feuerborn vor! Go! Jetzt. Genau. Unglaublich, unglaublich. Eben sind die Halterungen zwischen meinem Körper und der Angel komplett weggeplatzt. Wahnsinn. Zum Glück haben wir Ersatz dabei, weil sonst, was hätten wir dann gemacht? Geht nichts mehr, dann ist vorbei. Dann wär's vorbei. Kannst du Gitarre drauf spielen? Früher hat man mir immer gesagt, wenn der Waller sich am Boden festsaugt, soll man auf die Schnur klopfen. Den Tuna interessiert das nicht. Wahnsinn, der Waller das Ding ab. Alter. Unglaublich. Schön auf die Oberschenkel drauf. Alter! Alter, wenn jetzt der nächste Gurt hier ballert, bin ich weg. Die Rute lasse ich nicht los, aber ich werde hinterher fliegen. Boah. Dass die Schnur das aushält, ist ja der Wahnsinn.
Alter. Tom. Vorm Backbord! Achtung! Okay. Ja! Hallo! Stopp! Steuerbord! Steuerbord! Das ist ja noch wegballert und nämlich aufhören hier. So unglaublich. Haben ja schon Fische über 80 Kilo fangen dürfen in der Vergangenheit, aber das ist komplett was anderes. Das ist komplett was anderes. Und so schnell wird die Urlaubsinsel Mallorca zur Insel der Schmerz. Unglaublich, unglaublich. Komm! Geht gar nichts mehr. Wir kämpfen hier um jeden Meter. Fisch kommt an die Oberfläche. Alter! Monster. Jo, der hat die 200. Alter! Ich hab gesehen. Ihr habt ihn, glaube ich, auch gesehen. Wahnsinn! Wahnsinn! Vor, Backbord! Backbord! Oberschenkel brennen wie Hölle. Vorbackbord, Handbackbord. Trossen. Ja. Festhalten. Ich halte dich. Ja. Oh, die Schnur ist, glaube ich, komplett schon, merkt man, gut angedehnt. Wird rau. Oh, Alter. Naja, die Angler, ne? Die auf ihrem Kasten Bier am Teich sitzen, angeln ist langweilig. Ja, habt ihr recht. Komplett langweilig. Unglaublich. So kaputt gemacht habe ich mich schon nie beim Angeln. Ich habe schon viel Fische gefangen. Aber das ist krank. Das ist komplett, kompletter Wahnsinn. Oh. Das ist wie eine Wand. Du bewegst keinen Meter. Ah. Gas, komm! Gas! Vor! Komm! Vor! Nein! Runter! Oh! Hat Steuerbord! Hey, der hat 3 Meter. Locker.
chillen auch. Drück, drück, drück! Ich war über 3 Stunden. Geiler Junge. Ah. Unglaublich, unglaubliche Seen spielen sich ab. Wahnsinn, das ist kein Fisch, das ist ein Monster. Das ist ein Monster. Ja? 2,73. Ja! Der sitzt so fest, der Haken. Ah. Wahnsinn! Das musste eben alles ganz schnell gehen. Es war viel Hektik an Bord. Grundvoraussetzung für uns ist es natürlich so ein Fisch, so ein Wahnsinnsfisch, ganz, ganz schnell wieder ohne Schaden in sein Element zurückzusetzen. Der Thun wurde mit einer Schwanzschlinge am Boot gesichert, kurz gemessen. 2,73, absoluter Wahnsinnsfisch hier vom Malle. Über 300 Kilo, also unser Marek sagt wirklich, sowas sieht man hier nicht jeden Tag, ja, also es ist absolut krank. 4 gestandene Angler komplett am Arsch, ja, also Rücken kaputt, alles kaputt und schnell reinspringen, kurz mal mit dem Fisch eine Runde schwimmen und dann darf er zurück hier in seinen Lebensraum, das ist das Wichtigste. Ich zeige euch nochmal den Köder, den haben wir ja vorhin frisch ausgepackt aus der Verpackung, komplett zerballert wie beim Hechtangeln, Wahnsinn. Dieses kleine Teil hier hat diesen Wahnsinnsfisch hier auf dieser riesigen Fläche gebracht. Aber wir hatten heute früh den Plan, sind lang gefahren an den Spot. Eine Meerenge, die für uns Landratten riesig aussieht. Wir sehen hier keine Enge, aber eine Kante unter Wasser, die ganz speziell war. Und der Plan ging auf. Absolut krank, absolut krank. Also Wahnsinn. Cheers, Jungs, auf den ersten 300 Kilo Fisch. Richtig geil. Wahnsinn. Das war kein Fisch, das war ein Monster. 4 gestandene Kerle, wir haben alle schon Riesenwälse gefangen. Wir mussten mehrmals die Rute abgeben. Die Oberschenkel zittern, Schmerzen im Rücken. Aber deswegen sind wir hier. Absolut krass. Prost. Und ein großes Dankeschön, Marek. Gerne. Und jetzt gehen wir mal richtig angeln. Nee, jetzt brauchen wir mal kurz eine Pause und dann geht's weiter. Wir wollten euch ja noch zeigen, wie das mit dem Chum, mit dem Füttern geht. Aber wir brauchen mal kurz eine Pause und der nächste Tuna kann definitiv, also ich meine 300 Kilo ist schon eine Ansage hier. Ne? Das ist außergewöhnlich. Alltäglich, aber nee. Die sind da. Wie gesagt, wir hatten erst einmal einen von 300 Kilo und das war auf der Banco hier vor Mallorca. Das ist schon außergewöhnlich. Vom Malle solche Monster, ja. Absoluter Wahnsinn. Lass uns jetzt mal ein 80 Kilo Fisch fangen. Ja, ganz entspannt. Glaub, das reicht. Jungs, Wahnsinn! Ja! Ja. Und einer der wichtigsten Jungs mit bei dieser Aktion. Ihr habt es ja mitgekriegt, permanent muss das Boot in die richtige Richtung gedreht werden, damit der Fisch nicht irgendwo oder die Schnur irgendwo hier in die Bredouille kommt. Markus. Geil! Ja, gerne. Das ist Teamwork hier. Das ist Teamwork. Ja! Absoluter Wahnsinn, sage ich euch. Normalerweise wollten wir ja in diesem Video jetzt noch euch das Füttern auf Tuna vorstellen, das Chumming.
wo wir mit Köderfischen hier die Thune in unser Gebiet ziehen, an die Kante ziehen und dann mit ausgelegten Ködermontagen auf die Fische angeln, konnte ja keiner damit rechnen, dass wir beim Schleppen an den Platz in das Revier, wo wir jetzt eigentlich über Nacht hängen bleiben wollen, abends auch auf Kalmare und Schwertfisch angeln wollen, so ein Ausnahmefisch hier direkt vor Mallorca ans Band bekommen. Ich habe euch nochmal den Gürtel hier mit hochgebracht, den es ja im Drill komplett hier zerlegt hat. Also wir hatten da wirklich mega Glück, dass in dem Moment der Fisch keine starke Flucht gemacht hat und dass wir noch einen zweiten Gürtel dabei hatten, sonst hätten wir uns da irgendwas überlegen müssen. Da seht ihr mal, was für eine Kraft, was für ein Druck da auf Material, Angler und Gerät lastet. Ja, absolut unglaublich, dieser Fisch. Der Fisch schwimmt wieder, wir sind mega happy. In der Videobeschreibung unten verlinke ich euch mal den Kontakt, wenn ihr selber mal so eine verrückte Tour erleben möchtet. Wenn ihr mit eurer Familie oder mit eurer Freundin hier auf Malle seid, es gibt auch die Möglichkeiten, Tagestouren zu buchen. Ja? Also richtig schön Hotelurlaub machen und dann raus aufs Boot. Es gibt auch die Möglichkeit, mehrere Tagestouren, also rein zum Angeln hierher zu kommen. In der Videobeschreibung findet ihr alle Infos dazu. Wir werden uns jetzt ein bisschen regenerieren, ruhen uns ein bisschen aus. Und dann geht es hier weiter und das seht ihr dann im nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.